Hallöchen, Hexerfreunde, und willkommen zu einer neuen Dallzeit hier mit The Witcher 3 Wild Hunt. Endlich angekommen hier auf den Skellige Inseln, wo wir irgendwie nach dem Sonnenstein schauen sollen. Und ja, da muss ich kurz mal gucken. Wir haben hier, ich weiß nicht, war das eine Nebenquest oder so? Nee. Finde den Sonnenstein ist ein Teil von der großen Hauptquest. Also haben wir hier wieder zwei Teilquests auf jeden Fall. Ganz interessant hier. Und fliegende Fäuste, Skellige. Mal sehen, ob wir noch irgendetwas finden, was wir hier auf den Skellige Inseln gut tun können. Außer Schatz suchen. Die sind natürlich immer eine Wahl. Gucken einfach mal, ne? Wir werden es schon irgendwie finden. Aber erstmal nehmen wir die Quest, die uns angedacht ist. Klingt eigentlich ganz brauchbar. Und wir haben ja hier gleich auch den ersten Ansatz irgendwie, ne? Reden wir mal mit Krach, der hier praktischerweise direkt da steht, wo wir hochkommen. Wolf, hast du gesehen? Die schwarzen Hunde in ihren mickrigen Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns fürchten. Ich hab sie gesehen. Wo ist Moissac? Bei Lugus. Dem ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat. Der Druide redet ein Wörtchen mit diesem zurückgebliebenen Tropf. Ich werde Moissac aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugus siehst, dann sag ihm... Ah, besser nicht. Der Druide macht das schon. Leb wohl. Na gut, dann muss ich, glaube ich, noch ein kleines Stückchen gehen, weil das war auch irgendwie hier so im Süden. Genau, da, bei Kaer Morhen. Ziemlich weit weg. Dann schnuppern wir doch mal vorbei. Erstmal müssen wir... Ey! Lässt mich mal durch. Genau, so geht das doch. Oh, und ich sehe gerade, wir haben noch kein Hühnchen zu rupfen, aber auf jeden Fall hier Charakter. Einen Punkt auszugeben, genau. Ja, das mache ich doch gerne. Wo wollte ich einen Punkt ausgeben? Ich glaube, irgendwie wollte ich doch hier weitermachen, oder? Genau, Täuschung wollte ich mir ja gönnen. Und auf was packe ich das denn? Irdenzeichen? Quenzeichen? Quen mag ich ja eigentlich ganz gerne. Mal sehen, ob ich das noch bereuen werde. Aber ich probiere es einfach mal. Der Jungfrau, Mutter und Mühle. Und schon belästigst du mich. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo der nächste Wegweiser ist. Aber vermutlich gehen die Punkte ja genau dorthin. Na, nicht wirklich. Die gehen dran vorbei. Aber wir haben den ja im Blick. Da ist der Bursche. Dann reisen wir doch mal einmal an die andere Ecke der großen Insel. Wobei nicht ganz. Hier wäre noch etwas mehr. Oh, irgendwann möchte ich aber gerne mal von Fyrisdal noch mal hier runter und sehen, was da so irgendwie auf uns wartet. Dieses Inselchen vielleicht auch noch das mitnehmen. Auch wenn ich Monster auf dem Meer echt hasse. Also schwimmen und dann sind da irgendwelche Monster, das kann ich absolut nicht ab. Ich möchte mich auf dem Boden irgendwie bewegen können, sicheren Stand haben. Da fühle ich mich wohl. Am besten, wenn der Gegner auch noch auf dem Boden ist und nicht in der Luft. Dann ist super, aber sonst, nee. Gibt Schöneres. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Ich habe so einigem den Kopf abgeschlagen. So, jetzt aber mal hier hinauf mit uns. Da ist er ja! Ich kniee nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah,
eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoc helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Tja, dann melden wir uns mal hier zu Wort, würde ich mal sagen. Wie nennst du es denn, wenn nicht Verrat? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen! Auf sie! Ach Mensch, ist das ein freundlicher Kerl. Ich töte ihn! Wie jetzt? War der so einfach zu besiegen? Etwas enttäuschend irgendwie. Seine Krieger sind da ja fast schon zäh. Wobei, nö, ich möchte mir hier... Lugos hat doch sicherlich was liegen gelassen. Ach, kann ich im Moment gar nicht plündern. Na gut, dann... muss ich da nochmal ran. So, jetzt sind wir aber, glaube ich, fertig. Und können gleich plündern, ne? Ja, das gönnen wir uns mal. Man ist ja nicht alle Tage hier an einem... Oh, Staatsräson habe ich ja schon mal gemacht. Wobei, der gute Lugos, der war ja jetzt nicht gerade, sag ich mal, wortführend in seinem Land. Der war ja in der Opposition. Trotzdem hat Geralt abermals politisch ein bisschen... mehr oder weniger gewollt eingegriffen. Kommt wohl öfter bei ihm vor. So, aber nun haben wir eigentlich hier alles geplündert. So. Aber warum hat der einfach so angegriffen? Ich wollte doch nur reden mit dem Jungen. Immer so ungeduldig, die Jugend. Jo, eine neue Manuskriptseite. Warum nicht? Nö, hier gibt es nichts Neues. Da haben wir eine Truhe. Das ist doch meistens gut. Dunkeleisenerz. Ein Schwert namens Gräber, das allerdings nur so ein blaues Ding ist. Von blauen Schwertern erwarte ich mir keine Wunder. Die sind eigentlich in dem Punkt des Spiels eher irrelevant. Weil man dann eigentlich nur noch mit den Relikten ausgerüstet ist. Oder halt selbstgeschmiedetes am besten noch. Das heißt selbstgeschmiedet, auftragsgeschmiedet. So passt das ein bisschen besser. Okay, okay. Ah, hier sind doch... Ach, da sind noch immer welche. Ah, und ich lass Mäusack machen. Ich bin ja ein Schlingel. Dann nach dir, Mäusack. Nach dir. Ah, da ist ja noch einer. Noch ein paar mehr. Mir bleibt keine Wahl. Genau, mir bleibt keine Wahl. Ach, komm her, du. Und so. So macht man den auch ein bisschen kalt liegen. Nur auf den Skellige-Inseln kann man von kalt reden wirklich sprechen, weil wenn die hier erstmal liegen, dann sind die schon auf der kalten Platte, ähnlich wie bei Rimworld. Wenn es kalt ist, dann verdirbt das Fleisch nicht. Dann ist gut. Ich denke, ähnlich ist das hier in der Kälte. Da halten sich die Leichen sicherlich auch doppelt so lang, mindestens. Oh, das ist aber hier... Der läuft ganz gut, also... Ist ja, glaube ich, auch nicht mehr jüngstes Semester, der Mäusack, aber dafür läuft der...
schon noch spritzig wie ein junger hier. Junger Hüpfer. Genau, das Wort habe ich gesucht. Den Hüpfer. Hui, Hüpfer. Noch ein Hüpfer. Ja, ja, Geralt ist auch ein junger Hüpfer, trotz der Haare und der Jahre, die er hat. Ah, zumindest wollen wir da nicht noch von Wachen versucht aufzuhalten. Das wäre nicht zuträglich gewesen. Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Moissac. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Ja, und so sind wir jetzt hier, ne? Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung? Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald. Und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Tja, surprise, surprise. Aber erstmal fragen wir mal, wie es der Königin überhaupt geht. Kommt Ceres einigermaßen zurecht? Die hätte das Zeug zu einer exzellenten Königin, wenn sie nur aus dem Schatten ihres Vaters treten würde. Jeder außer Lugos hat ihr Unterstützung zugesagt. Aber sobald die kaiserliche Flotte am Horizont erschien, hat der Jarl die Dinge selbst in die Hand genommen. Und Hjalmar? Der Knabe hat dreimal die kaiserliche Flotte überfallen. Dreimal gegen Krachs Willen, dreimal ging's schief. Und er findet trotzdem Freiwillige für das nächste Mal. Ja, das ist Hjalmar. Ein Wunder, dass der das selbst bisher überlebt hat. Irgendwie ist er auch so ein Auserwählter der Götter, dass er das alles immer wieder als einer der wenigen offenbar überlebt. Kommt immer so ein Geralt oder jemand anderes und rettet ihm den Arsch. Hör zu, Moissac. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Enseide-Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalde Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimion. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Fischlung? Ich glaube, da war ich noch gar nicht drin gewesen. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Also, das ist ein Name. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Ich sagte ja, Moissac ist auch nicht unbedingt vom jüngsten Semester. Danke für deine Hilfe. Ach, eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Kann man doch immer gut gebrauchen. Mal sehen, welche wir denn an unsere Seite bekommen, wenn wir da sind. Na gut, wir sollen mit dem Barden Eivind reden. Und haben schon fast wieder ein neues Level. Okay. Nur den Weg nach Arimion, den können wir ja hier schon abkürzen. Warum unnötig lange sein? Ah, hui!
So, Achtung, weg der Ziege, ich muss durch. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Hey. Och, scheiß Balk. Geh doch mal weg. Ist ja furchtbar. Oh, jetzt wird es langsam doch ein bisschen eng im Inventar. Deswegen verkaufe ich mal ein paar Sachen. Ich bin nicht interessiert an dem Schrott, den du anschleppst. Ey. Was sagst du bitte schön mit Schrott hier? Handeln wir ein wenig. Dass der hier meine Kostbarkeiten, die ich aus Vietnam mitbringe, als Müll bezeichnet, ja, das ist doch... Nee. Nee, wie gesagt, das Schwert, das ist auch nicht wirklich was wert. So. Ach, der hat gar nicht mehr so viel... Hm. Armer Mann, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dann. Nicht mal genug Geld, um mir ein paar Schwerter abzukaufen. Vor allem so belanglose Schwerter. Wenn es denn zumindest hochwertige gewesen wären. Da ist er ja. So, dann machen wir mal eine Reise. Wenn ein Hexe eine Reise tut, dann fährt er nach Arinbjorn. Da bin ich auch mal echt gespannt hier, was uns da wartet und welche Zauberin wir am Ende an die Seite gestellt bekommen. Weil erstmal reden wir ja nur. Ist ja nur ein Gespräch mit dem Barden. Oh, ich mag solche Wege hier. Mit dieser Holzumrandung und so. Das sieht schon einfach geil aus und fügt sich auch so mappingtechnisch wunderschön in die Umgebung ein. Hast du noch diese kleinen Mäuerchen, die vielleicht mal Teil etwas größeren waren. Irgendwie herrlich. Es hat was. Jetzt nicht. Suchst du nach Nilfgaards Flotte? Flotte? Ach ja, da war was. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Nach meinen Berechnungen ist es heute soweit. Gevorg, der legendäre Weiße Wal, durchzieht die Gewässer der Skellige. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Naja, jeder wartet auf andere Dinge in seinem Leben. Was ist denn das für ein Wal? Er soll erscheinen, wenn Geister aus dem Himmel in die Wellen fahren. Wenn die Schlange den Zorn des Ozeans weckt und ein Eismonster eine Insel verschlingt. Ich werde der erste Barde sein, der eine Ballade über ihn komponiert. Die Legenden erwähnen aber keinen Fluch der schwarzen Sonne, oder? Schwarze Sonne? Was meinst du denn damit? Schon gut. Ja, ich glaube, das war irgendwie wieder eine Anspielung auf Nilfgaard gewesen. Was auch sonst. Halten wir gemeinsam nach Gevorg Ausschau. Und du erzählst mir, was du über Elfenruinen auf Skellige weißt. Ich habe mal von einer Höhle gehört, die niemand betreten kann. Das ist doch gut so. Sonst wäre sie längst geplündert, wie all die anderen. Ist das... Eivind! Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehen will. Recherche. Nachforschungen? Ich schreibe einen Abenteuerroman und sammle Material dafür. Du willst also die Ankunft der Weißen Flotte aufschreiben? Famose Idee. Wenn du vielleicht meine Übersetzung des Liedes von Gealpan und Dilian verwenden könntest. Gerne, gerne. Also, wo ist diese Höhle? Du musst von Caer Trolde nach Osten segeln. Die Höhle ist in einer Bucht. Man kommt nur vom Meer aus ran. Bis dann und viel Glück mit dem Weißen Wal. Der zeigt sich heute. Ich weiß es. Wenn er wüsste, was er verpasst hat. Oh, Goldi. Schwimmt das Viech da vorbei? Ich glaub's nicht. Aber auch wenn er da richtig lag, ich habe ja den Wal gesehen, aber
Ansonsten lebt er, glaube ich, auch so in seiner kleinen, eigenen, knuffigen Badenwelt. Was das angeht. Jägerhandschuhe, ja, die nehme ich einfach mal mit. Oh, ich darf mit Yennefer reden, ob sie mich begleitet. Yennefer. Ja, da ist ja auch schon bald der Wegweiser. Keine Herausforderer weit und breit. Ach, komm mal mit. Gerald von Riva persönlich wird dich beschämen. Ich grüße dich. Du kennst mich? Ja, ich hab von dir gehört. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war sicher unangenehm. Ich hab gehört, ihr macht hier Kämpfe? Da hast du richtig gehört. Versuch dein Glück, wenn du willst. Da bin ich immer dabei. Mir auch egal, gegen wen. Ich bin gegen jeden gewappnet. Kämpft ohne Gnade, aber ehrenvoll. Ach, dieses Gleichgewicht darf ich besiegen. Nur, das wäre schön. Eine Herde Geistböcke soll dich aufspießen. Schneller! Was? Verlieren wir die Nerven? So, machen wir mal hier ein bisschen Rambazamba. Komm schon! Ach, dann wehren wir uns mal ein bisschen. Hey! Scheiße. Was geht denn da ab? Verdammt. So, jetzt aber. Das war dieses... So. Da habe ich, glaube ich, durch ein Talent, wo ich dann auf einmal wieder Lebenspunkte bekam, Glück gehabt durch Adrenalin oder so. Der hat gewonnen. Wow. Freya, verdammt. Wie du dich wohl gegen Valgard von Kertolde schlägst. Oder gegen Einar auf Farö. Diese beiden musst du besiegen, wenn du Meister von Skellige werden willst. Im Faustkampf hat mir noch niemand so zugesetzt. Schwerter auf dem Rücken. Ei. Gut. Das war eine Herausforderung. Das habe ich auch nur durch ein bisschen sehr viel Glück gewonnen. Wobei ich auch zwischendurch einfach einen richtigen Hänger hatte. So. Ja, dann würde ich sagen, ich nehme den Wegweiser und wir sehen uns dann bei Yennefer wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt in Daddlezeit mit The Witcher 3 Wild Hunt. Schaltet also unbedingt wieder ein. Ciao, ciao.